Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Spiel, das endlich spielbar ist, sage ich jetzt mal, denn das Spiel ist seit dem 16. Dezember für ungefähr 20 Euro, nicht ganz 20 Euro, erhältlich auf Steam als Early Access Version, ne? Ist glaube ich noch Pre-Alpha, wenn ich mich nicht täusche, und das Ganze nennt sich Astroneer. Und ja, was man dazu sagen kann, es ist so eine Art gutes No Man's Sky. Ja. Halt so ein Survival-Spiel auf Planeten, wo man Raumschiffe bauen kann, um auf andere Planeten zu kommen. Und man kann auf den Planeten seine eigene Basis bauen, etc. mit vielen Materialien. Und ja, das kann man auch Koop spielen, zusammen mit drei Kollegen, also insgesamt vier Leute. Im Moment, ich glaube, da arbeiten sie noch dran, dass man da auch dedizierte Server und so machen kann, mit mehreren Leuten als vier. Aber momentan ist es nur mit vier möglich. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Start. Hier kann man aussuchen zwischen vier verschiedenen Astronauten. Und ich nehme einfach mal den hier, weil der mir einfach am besten gefällt. Ja, unsere Kapsel fliegt los Richtung Planet. Wir können ja auch ein bisschen umgucken. Wir sehen da die Space Station. Und wir fliegen jetzt auf den Planeten. Ja, die Grafik ist wunderschön gemacht, finde ich. Wir haben hier ein bisschen scheiß Landeplatz, weil hier direkt ein Krater ist. Aber wir haben, kurz zur Erklärung, wir haben ja so ein blaues Kabel, das uns immer verbindet. Das ist für die Sauerstoffanzeige. Sehen wir hier oben von unserem Backpack, sehen wir auch hier. Die geht jetzt langsam runter. Sobald ich also in die Nähe von unserer Basis bin, wird das Kabel verbunden und wir sind mit Sauerstoff versorgt. Genauso wie Energie. In der Mitte seht ihr die Energiebalken. Wenn ich die jetzt verbrauche mit meinem schönen Tool, das ich da habe, nämlich das, wie sagt man dem, Forming Tool, ja, unser Haupttool für die Landschaft, dann geht die Energie runter und bei unserer Basis wird die aufgeladen, sofern ich irgendwas habe, was Energie erzeugt. Ansonsten wird sie automatisch aufgeladen, aber halt langsamer. Dann haben wir noch das Inventar. Hier haben wir 8 Slots, links und rechts je 4. Dann haben wir oben noch einen Slot auf der Seite und auf der rechten Seite ebenfalls, das zur Erklärung des Inventars. Dann seht ihr hier unten, habe ich so ein kleines Craft-Menü. Kann ich aus meinem Backpack direkt gewisse Sachen erstellen. Und dazu komme ich aber gleich, denn ich will hier erstmal die Basis absichern, indem ich hier ein bisschen das Terra oder das Gelände verforme. Gleich perfekt zum Erklären. Man kann hier einmal, wenn ich Kontrolle halte, kann ich alles gerade machen. Ja, dann passt sich das so schön an. Ich kann aber auch, wenn ich einfach gar nichts drücke und nur mit Linksklick arbeite, geht es nach unten und mit Alt geht es nach oben. Ja. Aber ich versuche es hier alles mal einigermaßen gerade zu machen. Kann ich natürlich nicht alles auf einmal machen, denn wie ihr seht, die Energie ist bereits verbraucht. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich lasse das jetzt einfach mal und gebe mir am besten mal, ihr seht links übrigens, was ihr dafür braucht. Und Verbindungen sind solche Stangen, die ihr aufstellen könnt in der Welt, die ihr mit eurer Basis verbinden könnt, damit ihr immer mit Sauerstoff und Energie versorgt seid. Ist ein sehr wichtiges Tool am Anfang, sehr wichtige Gegenstände. Und man braucht dafür auch nur Gemisch. Das ist ein sehr häufig vorkommendes Material. Ich glaube, da drüben sehe ich direkt was. Hier, diese weißen Dinger, da hinten hat es auch noch. Das hier sind übrigens einfach Steine, die rumliegen. Mit denen kann ich nichts machen. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwie da rüber komme. Wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Dann muss ich wohl hier mal kurz gucken. Da hinten hat es was. Ist aber ein bisschen weit entfernt. Versuche ich mal hinzukommen.
Ah, nee, das geht. Alles klar. So, hier seht ihr auch, wenn ihr ein neues Spiel startet, wird euch alles erklärt. Und ich packe das jetzt einfach mal weg. Ihr seht, es füllt sich hinten bei meinem Werkzeug, füllt sich das auf. Wenn ich einen Pack zusammen habe, kommt ein Ton und es packt es direkt in mein Inventar. Und ja, so kann ich die Sachen aufsammeln. Jetzt bekomme ich auch schon die Warnung, dass ich nicht mehr so viel Sauerstoff habe. So, hier hat es eh kein Gemisch mehr, deshalb gehe ich schnell wieder zurück, bevor mein Sauerstoff alle ist. Müsst aber keine Panik haben, denn wenn der Sauerstoff ausgeht, überlebt ihr noch einen kleinen Moment, denn ihr erstickt einfach langsam und nicht sofort. Aber wir haben es ja jetzt rechtzeitig geschafft, deshalb mache ich am Anfang gleich mal Verbindungen. So, jetzt habe ich die hier im Inventar, könnt ihr die auch rauslegen, so sehen die aus. Und wenn ich die jetzt aufstelle, zum Beispiel, wir wollen darüber zum Beispiel, dann kann ich die so aufstellen, damit ich auch dementsprechend nach da hinten wandern kann, ohne dass ich Sauerstoffprobleme bekomme. Die sind ab und zu noch ein bisschen verbuggt. Und zwar, es kann aber auch sein, dass es wegen einem Sturm ist, dass die sich nicht mehr richtig verbinden, dann könnt ihr die einfach neu setzen. Und das Problem ist gelöst. Hoppla. So, mit T kann ich die hinstellen. Scheiße, der fliegt ja. So, das war gerade Sauerstoff. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Sauerstoff als normal. Die brauchen sich aber auch auf, ne? Seht ihr? Ist aber ganz praktisch, denn ich kann jetzt hier weiter abbauen. Ohne Probleme. So, wir haben leider keine Energie mehr. Aber da sich diese automatisch immer wieder ein bisschen auffüllt, kann ich hier langsam weitermachen. Deshalb ist es sehr empfehlenswert, am Anfang ein Solarmodul zu machen. Denn das kann man oder wird automatisch an den Rucksack rangepackt hier oben. Ihr seht es, ich kann es hier ranpacken. Und ihr seht es jetzt hier, dann wird das direkt ausgefahren. Und wenn Tag ist, wird einem die Energie sehr schnell wieder aufgeladen. Dann habt ihr keine Probleme mehr mit dem Buddeln oder was ihr auch immer mit eurem Werkzeug macht. So. Das wäre geschafft. Dann habe ich da hinten noch was gesehen. Das sollte Harz sein. Das ist ein sehr nützliches Material, wenn ihr mehrere Plattformen bauen wollt. Deshalb nehme ich das direkt mal mit. Ich hoffe, ich kriege da genug zusammen. Komm schon. Scheiße. Alles klar. Dann reicht es halt eben nicht. Aber ich gehe zur Sicherheit mal zurück, denn ich habe nicht mehr so viel Sauerstoff. So, nun wird mir schon bereits angezeigt, dass ich hier das Ganze erweitern kann. Und zwar mit einem einfachen Klick auf die Verbindung kann ich die Plattform erweitern mit einem Zwischenstück. Jetzt könnte ich hier weitere Plattformen ranbauen oder aus dieser Plattform eine größere machen. Ich würde sagen, ich habe eh nicht genug, deshalb ich würde sagen, damit es später einfacher ist, mache ich hier nochmal eine Verbindung dran und baue diese dann aus. Nun fehlt mir aber Harz. Ne? Es gibt ja auch ein Feature, wenn ihr zum Beispiel ein Material braucht. Oh. Dann kann man hier unten draufklicken. Und dann zeigt der Typ, glaube ich, in die Richtung, wo es das Material gibt. Glaube ich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob das noch verbuggt ist oder ob das später so der Fall sein soll, damit man nicht so lange suchen muss.
Ich sehe aber da hinten direkt neues Harz. Holen wir auch direkt. So, schön aufgefüllt. Und jetzt kann ich hier auch direkt eine neue Plattform bauen. Blup. Nun, jetzt kann ich hier aussuchen, was auf dieser Plattform entstehen soll. Zum Beispiel Forschung, ein Schmelzer, Fahrzeugbucht oder ein Drucker. Ne, ich würde sagen, am Anfang... ja, ist immer so eine Sache, ne? Also Schmelzer braucht man am Anfang eigentlich noch gar nicht, denn gewisse Materialien kann man hier reinpacken und man bekommt dann etwas anderes, weil es geschmolzen wird. Zum Beispiel Aluminium ist sowas, ne? Das könnt ihr nicht einfach so finden, sondern ihr müsst irgendwie ein Material finden. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das müsst ihr dann in den Schmelzer packen und dann bekommt ihr Aluminium. Genau dasselbe mit Kupfer. Deshalb kann ich diese beiden Dinge eigentlich noch überhaupt nicht gebrauchen. Am besten wäre aber ein Drucker. Da bräuchte ich allerdings Kupfer. Aber um euch zu zeigen, was so abgeht, mache ich hier einfach mal eine Forschung hin. Nun habe ich hier aber... Achso. Ich brauche nur gar keinen Strom. Das geht alles noch von alleine. Jetzt brauche ich erst Strom. Und zwar die Forschung ist eigentlich eine Plattform, womit man Gegenstände, die man finden kann, zum Beispiel große Container, die kann man da reinpacken und dann bekommt man entweder ein Material daraus oder man erforscht neue Sachen. Wie zum Beispiel einen Filter, könnte ich zum Beispiel erforschen, ist aber immer random, ne? Könnte ich erforschen, damit ich... quasi Sauerstoff bekomme, indem ich einfach rumlaufe. Da filtere ich irgendwie einen Sauerstoff raus aus der Luft und dann kann ich für eine gewisse Zeit lang ohne Sauerstoffverbindung auskommen. Ist ganz geil. Kann man auch neue Plattformen erforschen. Also da kann man quasi einfach alles Neue erforschen, logischerweise. Neue Gegenstände, neue Plattformen, alles Mögliche. Ich sehe da hinten zum Beispiel ein Wrack, wenn ich mich nicht täusche. Da könnte ich euch das direkt mal zeigen. Hier zum Beispiel haben wir so ein Item. Da steht sogar unbekannt. Wenn ich das jetzt ausbuddel, kann ich das einfach mitnehmen. Das ist irgendwas anderes. Kann ich nicht benutzen. Hier ist aber noch eins. Nehme ich auch direkt mit. Ne, kann man einfach packen und mitnehmen. Diese beiden Sachen kann ich jetzt erforschen. Daraus sollte ich eigentlich neue Gegenstände bekommen. Ich glaube, genau diese Container, also die genau so aussehen, daraus bekommt man immer neue Gegenstände. Kann mich aber auch täuschen. Aber ich warte jetzt hier einfach mal. Und zwar wäre ein Generator nicht schlecht. Bräuchte ich allerdings Kupfer, ne? Das ist scheiße. Windfahne ist natürlich auch ganz geil, brauche ich aber Aluminium. Kurz zur Erklärung, eine Windfahne ist so ein, quasi, wie so ein Windrad, das mit Wind angetrieben wird und man dafür Strom bekommt. Solarmodul ist selbsterklärend, am Tag bekomme ich Strom durch das Solarmodul. Batterie, ganz einfach, wird aufgeladen mit dem Strom, so hat man auch in der Nacht Strom, wenn zum Beispiel das Solar nicht funktioniert. Verbindungen sind diese Dinger, die ich da aufgestellt habe. Die geben übrigens auch noch Licht, wie ihr da sehen könnt. Und ein Tank, da kann ich... Was war das nochmal? Weiß ich gerade nicht. Generator kann man ganz einfach Strom machen. Dann kann man zum Beispiel Pflanzen sammeln. Dann bekommt man so einen Energie... wie sagt man dem? Geo. Ja, wenn man Pflanzen sammelt, bekommt man so einen
Klumpen, den kann man in den Generator packen und so hat man Strom. Leuchtfeuer ist einfach eine Markierung auf der Map. Wenn ihr was Wichtiges gefunden habt, könnt ihr so einen hinpacken und dann wird es euch auf der Map immer angezeigt. Und das war's auch schon mit den Sachen, die ich hier machen kann. Jetzt sollte eigentlich gleich das... Genau, das Solar funktionieren. Ich packe das kurz hier drauf, damit nämlich hier meine ganze Station aufgeladen wird. Ne? Ich mache am besten gleich noch eins, damit ich eins immer dabei habe. Es ist ratsam am Anfang ein paar Solarmodule zu bauen und die auf die Basis zu setzen, damit die Basis mit Hilfe der Solarenergie betrieben wird. Wird das jetzt doppelt so schnell? Ja. Packe ich das kurz drauf, damit ich hier Strom bekomme. Ich nehme dann eins wieder mit. Aber um euch kurz zu zeigen, wie das hier funktioniert, lasse ich die mal beide drauf. So, den packe ich wieder dahin. Jetzt seht ihr hier, kann ich das Ganze benutzen. Verbraucht allerdings alle Energie, die aufgeladen wurde. Aber ich erforsche jetzt diesen Container. Ihr seht jetzt hier random wird was erforscht. Handelsplattform. Sehr gut. Jetzt habe ich zum Beispiel eine neue Plattform erforscht, die ich dann später auch bauen kann, wenn ich die nötigen Materialien dafür habe. Jetzt kann ich hier gleich noch die zweite erforschen. Höre hier aber einen Sturm aufkommen. Ja, der kommt, glaube ich, schon in meine Richtung. Wichtig bei solchen Stürmen, immer in Deckung gehen. Ja, denn, vielleicht sieht man es gleich. Ja, er kann gewisse Dinge ziemlich rumwirbeln. Wenn das Teil jetzt zum Beispiel nicht da drauf wäre, hätte ich das auch bereits verloren. Aber ich habe es draufgepackt. So kann das nicht weggewindet werden. Ja, die Steine könnten mich übrigens auch töten. Deshalb am besten einfach eingraben bei einem Sturm. Und der ist auch gleich vorbei. Dauert noch einen Moment. Na gut. Jetzt habe ich einen Stein erwischt. Au! Ich versuche jetzt in mein Loch zu kommen. Werde aber direkt wieder erschlagen. Aber der Sturm ist zum Glück auch vorbei und ja. Ist nicht so schlimm, denn ich hatte nichts dabei, was vonnöten wäre, außer. Ah doch, Harz hatte ich dabei. Ja, ist kein Problem. Ist ja noch mal Anfang, aber ihr müsst halt immer gucken, dass ihr bei einem Sturm immer in Deckung geht und eure Sachen festbindet. Weil sonst könnt ihr die sehr schnell verlieren. Ja, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde gleich noch eine Folge machen. Wenn ihr also sehen wollt, wie es weitergeht mit meiner kleinen Basis hier auf dem Planeten, dann ja, schaltet einfach wieder ein. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns. Bis dann.